Hallo Freunde, willkommen hier zurück bei Far Cry New Dawn. Ich habe die letzte Komponente gefunden, die war hier auf der Rückseite. Hat jetzt gar nicht mehr so lange gedauert, anscheinend war ich da einfach vorher noch nie. So, und egal was da gerade explodiert ist, ich werde jetzt erstmal zu diesem Typen gehen, um... Das ist irgendwie immer derselbe. Naja. Es gibt eine Reihe trügerischer Höhlen in der Nähe. Man erzählt sich, dass da vergrabene Schätze zu finden sind, aber die meisten Leute, die da reingehen, kommen nie wieder raus. Das ist ungünstig. Okay, wo sind wir? Was können wir hier noch so machen? Ich würde mal sagen, dass wir uns erstmal hier hinbegeben. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, wenn wir da hingehen. Jupp. Okay. Da sind Highwaymen. Hi Leute. Oh, darüber ist auch daneben. Okay. Okay, okay, okay. Okay, der droppt ein bisschen Kupfer, ist auch nicht schlecht. Ich wollte dieses Ding hier haben. Okay, ich bin dabei. Das ist gut. Auf wie? Brutan! Dich kriege ich! Dich kriege ich! Tschüss! Okay. Truthahn beseitigt. Aggressive Viecher. Noch nicht. Nein, du wirst doch nicht sterben. Warum solltest du sterben? Wir fahren doch nur durch den Wald. Und überschlagen uns ein bisschen und haben, glaube ich, einen Hirsch. Nein, noch nicht gerammt. Aber er ist trotzdem tot. Laurels Hütte. Lass das mal. Double Kill. So. Ich dachte echt, ich muss sterben. Danke. Wo? Keine Ahnung. Ich gucke erstmal hier hinten drauf und dann suchen wir das Klebeband. Oder ich gucke erstmal da rein, dann da drauf. Jetzt wissen wir, dass da Bären sind. Und hier ist irgendwo, ja, ein Fledderer. Laurels Hütte. Ein Klebeband. Hallo? Ein Klebeband. Überlebende Notiz. Es ist schwer, hier draußen zu überleben. Noch schwerer, wenn man Kinder hat. Ich danke Gott dafür, dass wir den Unterschlupf rechtzeitig erreichten, aber... Dann verdunkelte sich der Himmel. Nichts wuchs. Ich verlor meinen Jüngsten an den Hunger und die Krankheit nahm mir den anderen. Wenn ich könnte, würde ich jetzt wie die anderen Überlebenden dem Land ein Beet abbringen, aber dafür ist mein Herz zu schwer. Mir bleibt nichts anderes übrig, als wegzugehen. Ja, ja, die Apokalypse ist eben gar nicht mal so einfach zu überstehen, auch geistig nicht. So. Ja, gut, ich kann auch hier draufsteigen. Geht. Hatte ich eigentlich nicht vor, aber ich wollte nämlich hier rein. Und hier rein, nur da reingucken. Okay, gut. Wo ist das andere Klebeband? Da ist noch eins. Das ist gut. Das nehme ich. Hallo, Mr. Klebeband. Fehlt noch eins. Nehme ich, glaube ich, einfach das hier. Fertig. Dann geht's jetzt zum Fledderer. Hallo, Mr. Fleddermann. Wo ist der Truthahn? Brutale Viecher. Okay. Nicht so gut getroffen, wie ich gern hätte, aber reicht. Ich werd hier fertig gemacht. Du wirst nicht fertig gemacht. Ich glaube, du prügelst dich wahrscheinlich mit dem Truthahn. Okay, dann haben wir das abgeschlossen. Dann werden wir mal zu dem Ding hier schauen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Hallo? Hallo? Lass das mal. Lass das mal. Lass das, habe ich gesagt. Stirb einfach. Okay. Fertig. Highwayman. Interessiert nicht. Wir gehen einfach weiter.
Wir gehen jetzt zum Silo. Wir gehen jetzt zum Silo. Lalalala. Was ist das? Was ist das? Eine Vorratslieferung. Oder ein Truck. Ich weiß nicht. Könnte beides sein. Wahrscheinlich eher ein Truck. Es ist ein Truck, der nicht in unsere Richtung fährt. Damit ist es uninteressant. Daneben ist auch vorbei. Was ist denn das hier? Meine Fresse. Ich bin echt zu doof zum Snipern. Im Gehen. So. Hirsch Saison. Gut, das ist nichts Interessantes. Dann wollen wir mal noch hier bei der Brücke gucken. Ob es da irgendwas Interessantes gibt. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns doch mal in der heutigen Folge an, wie sich die Basis da macht, wenn sie zum nächsten Mal eingenommen wird. Ich meine, das kann man sich ja auch mal gönnen. So. Ist das hier irgendwas Interessantes? Lohnt sich das, hier zu sein? Abgesehen davon, dass du und dein Hund hier seid. Sieht nicht so danach aus. Hier ist noch so ein Ding. Nein, das ist nicht so wirklich interessant gewesen. Na gut, dann gehen wir mal zurück. Oh. Aha, ich kann da sogar hin zurückgehen. Das ist praktisch. Gut, dann einmal zurück zum Außenposten. Und vorher werde ich noch eine Sache unternehmen. Bevor wir uns jetzt nochmal der Schrauberbude hier widmen, ich werde noch einmal in die Vorteile schauen und werde dort die fortgeschrittenen Takedowns für uns holen. Wir kennen jetzt noch die Experten, aber die Experten interessieren, glaube ich, erstmal gar nicht. Geschicklichkeit. Kostet auch 7. Kostet 8. Wir haben noch 2. Was kostet denn 2? Sowieso sieht gar nichts. Okay, gut. Dann sparen wir. Die Highwaymen haben die Werkstatt zurückerobert. Vorsicht, die haben ein Alarmsystem eingerichtet, das Verstärkung anfordert. Hatten die das nicht vorher schon? Bösewicht da drüben. Ja, Kamina, alles gut. Immer mit der Ruhe. Machen wir schon. Dann gehen wir woanders hin, würde ich sagen. Huch. Ups. Da ist das Alarmsystem. Da sollte ich hin. Aber erstmal hier über die Dächer. Okay, der dreht sich weg. Hallo. Ja, die Typen müsste ich sonst nämlich von hinten erwischen. Die müsste ich von hinten erwischen. Das wäre nicht ganz so gut. Wenn ich darauf angewiesen bin. Ah, dasselbe Geräusch. Echt? Die Musik leise. Ein Falke? Verstanden. Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Wie? Von wo? Vergiss es. Friss du Staub. So, du kommst erstmal wieder hoch, bitte. Ja, sehr gut. Du kommst hoch. Du kratzt jämmerlich ab, wie das Ding, was du bist. Ciao. Mach die Straße frei. Verstärkung ist auf dem Weg. Ja, Verstärkung ist auf dem Weg. Ciao. So. Irgendwelche Probleme mit mir?
Hm? Was wollt ihr? Sind die da echt mit dem Heli? Und da ist da echt ein Prestigegegner? Respekt. Also wie ich den besiegen soll, ist mir momentan noch ein kleines Rätsel. Aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Kann ich das ausmachen? Nein. Leider nicht. Kamina ist da beschäftigt. Eine Taube. Nein, lass das mal. Da hinten ist der Prestigi. Ah, ich mache mich jetzt mal um den hier. Monsieur? Monsieur Prestige? Ich glaube, der ist wahrscheinlich der Letzte. Heilige Scheiße. Aua. Autsch, der macht... Der ist böse. Der ist richtig böse. Ich habe eine Methode, glaube ich, gefunden. Der lebt immer noch, oder? Boah, was zur Hölle hält der viel aus. Nein, das ist wohl korrekt. Das war Monsieur Prestigi. Easy. Naja, nicht ganz so easy. Ich hätte gern den Alarm hätte ich gern gespart, aber nicht zu ändern. Dafür muss ich meinem Schutzengel danken. Ja, ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall. Ich werde, glaube ich, erstmal mit diesem Typen hier reden. Da hinten ist eine Scheune, in der die Highwaymen ihre Karren anmalen. Ihr Künstler soll sich da ein schönes Vorratsversteck angelegt haben. Ich dachte, jemand, der so unternehmungslustig ist wie du, interessiert sich vielleicht dafür. Hohe Kunst. Nein, die macht die Zwillinge doch nicht wütend. Nur weil ich gerade einen Prestigetypen von denen ermordet habe, mache ich doch die Zwillinge nicht wütend. Also bitte. Weil den würde ich gerne looten. Aber er ist gedespawnt. Der hat nur die Waffe hier gelassen. Und die Knarre. Und die Sniper. Was, glaube ich, dieselbe ist wie die, die wir haben. Oder? Nein, ist sie nicht. Ich weiß auch nicht. Na gut, was ist denn das hier? Eine Kirche, wie es aussieht. Kann man einfach reingehen? Hallo? Nein, da kommt man nicht rein. Friedhof. Oh. Ein paar Dixies. Ja, kann man auch mal im Klo aufstellen. So, einmal hier das Schloss knacken. Titan. Kamina, kann ich dir nicht einfach eine andere Waffe noch in die Hand drücken? Da würdest du nämlich eine fette Schrotflinte von mir kriegen und... Naja, egal. Verblasster Brief, nicht verlassen. Falls du gekommen bist, um hier Zuflucht zu suchen, ist es zu spät. Die Kirche ist leer. Wir haben Fort's End an die Highwaymen verloren. Geh nach Prosperity für Zuflucht. Aber wenn du die Reise nicht antreten kannst, halte durch und ich werde dich finden. Pastor Jerome. Ja, wir haben uns ja gegenseitig gefunden. Warte mal. Das ist Fort's End hier. Stimmt. Oh, das wollte ich nicht. Das heißt zwei Sachen für mich. Erstens, cool, dass wir hier sind. Und zweitens, müsste hier nicht irgendwo ein Fotoapparat sein? Wenn das hier Fort's End ist? Kommen wir hier rein? Nö. Okay. Da kommt man drauf, aber ob das so sinnig ist, ist da die andere... Oh! Endlich mal was wir lösen können. Huch! Leute! Komm mal raus da! Das war knapp. Ja, das war's. Aber wir haben auch schon mal Knapperes erlebt, also... Hier waren wir schon drin, ne? Ja, hier waren wir schon drin. Da ist eine Missionsanzeige. 107 Meter. Ach, wir gehen da erstmal hin, würde ich sagen. Holen wir uns die Mission ab. Schadet nie.
Und es ist vor allem immer derselbe Typ, der die Mission gibt. Warum ist es denn immer der Typ? Der Typ mit seiner Mütze. Hi, Kumpel. Die Highwaymen produzieren mit ihrem Ethanol massenweise Waffen in einem Außenposten. So einen Vorteil können wir denen nicht lassen. Das ist korrekt. Alte Schmiede. Ich wollte denen so einen Außenposten eigentlich auch gar nicht lassen, aber gut. Jetzt weiß ich zumindest schon mal, wo der Außenposten ist. Was nicht wirklich schwierig zu sehen ist, wenn man mich fragt. Muss man einfach mal ganz kurz auf die Map schauen. Meine Eltern haben mir erzählt, dass das mal Falls End hieß. Das ist der Grund, warum sich hier alle kennen. Ja. Ja, doch. Ich frage mich nur eine Sache. Wo ist der Fotoapparat? Wo ist der Fotoapparat? Und wer sieht mich hier? Naja. Egal. Ich brauche den Fotoapparat. Und ich hole mir die Quest da drüben. Und schon wieder der Typ. Der ist überall. Grays Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Aber sie rackert sich ab, gestohlene Sachen von den Highwaymen zurückzuholen. Angeblich könnte sie aber Hilfe gebrauchen. Sie hat Ärger am Hals bei der Sunrise Farm. Oh, die Sunrise Farm, die kenne ich auch noch. Ich hoffe, dir geht es gut nach dem Crash. Ja, mir geht's super. Ich suche ja eigentlich auch nur das Fotoding. Bin ja Hobbyfotograf, also. Oh. Naja, jetzt können wir es gleich in die Luft jagen. Okay, komm, Kamina. Den Kill kriegst du. Ja, ja. Wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht, dass da die Tanks explodieren. Das okay, okay. Wo sind diese verdämlichten Fotos? Ich schaue einfach mal ins Inventar. So, Inventar. Wir haben doch hier sicher die Fotos. Da, wir haben noch ein paar Sammlerbier. Falls End. Der Turm mit der Kirche im Hintergrund. Okay. Die Kirche ist irgendwo da hinten. Das ist die Kirche. Hast du nicht noch eine Quest für uns? Du bist doch der Typ, der die Quests verteilt. So. Wenn da die Kirche ist und da der Turm, dann muss irgendwo... Also ich glaube, es ist der Turm. Das sieht zumindest aus wie ein kaputter Wasserturm. Das heißt, hier irgendwo in der Gegend muss das Fotoding sein. Da kann ich ja lange da um die Stadt rumrennen. Da ist es. Guck mal. So, einmal das Foto rausholen. Falsche Taste. Einmal das Foto rausholen. Flups. So, wegstecken. Und einmal lesen. Tracys Reisen. Diese Stadt ist wie ein schlechtes Elternteil. Sie waren nie wirklich nett zu dir, aber sie haben trotzdem immer einen Platz in deinem Herzen sicher. Falls End ist immer für alle da gewesen. Außer für mich. Wenigstens Virgil hat sich Mühe gegeben und dafür werde ich ihn immer lieben. Den grinsenden Idioten. Zum Glück musste er das nicht mehr erleben, wie Hope County heute aussieht. Mary May war für mich da. Sie ist nicht mal unter die Erde gegangen. Sie hat so hart gearbeitet, vielleicht bis zum Umfallen, um alles am Laufen zu halten. Es hat nicht viel gebraucht. Am Ende hatte sie zu viel Strahlung abbekommen. Aber ich glaube, sie starb an einem gebrochenen Herzen. Ach ja. Gut, Freunde, ich würde sagen, das wäre es dann für die heutige Folge. Wir schauen mal, was wir in der nächsten machen. Am liebsten wäre es mir ja tatsächlich, wenn... Guck mal, da ist auf jeden Fall noch eine Hütte, wo wir hin müssen. Das ist wichtig. Wichtig. Da die Hütte. Dann kann man auch mal langsam zur alten Schmiede gehen, wenn man das denn will. Ich wage aber ehrlich gesagt zu bezweifeln, dass wir das gerade müssen. Ja. Wir kommen ganz langsam voran, wenn man nämlich mal so schaut. Hier war doch irgendwie irgendwas. Ja, wenn man ganz raussucht. Genau. Guck mal hier. Geplünderte Orte haben wir schon 9 von 111. Das ist ja schon gar nicht mal so kacke. Hilfe auf Abruf haben wir 2. Spezialisten haben wir noch gar keinen geholt. Expedition haben wir keine angeführt. Schatzsuchen haben wir 2 von 10. 2 von 30 Außenposten. Also gibt es 10 Außenposten, die man jemals 3-mal befreien kann. Okay. Ja, so groß ist die Map hier an sich auch gar nicht. Sie ist schon groß, aber nicht so groß. Oh Gott, wir werden hier ewig dran sitzen. Na gut, Freunde, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.